Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man mit dem Handy leicht Dokumente scannen kann. Und dazu habe ich jetzt die Handyübertragung eingeschaltet. Ich gehe jetzt auf meine App, die ich benutze. Und zwar seht ihr, ich habe mehrere Scan-Apps. Ich mag TurboScan am besten. Ihr könnt ganz einfach in eurem App Store auch bei Android-Handys danach googeln. Und ihr findet Scan-Programme, die gibt es in Hülle und Fülle. Ich zeige jetzt mal kurz, wie TurboScan funktioniert. Kriege kein Geld dafür. Das ist einfach das, was ich grundsätzlich verwende. Ich wähle jetzt hier die einfachste Funktion, die Kamerafunktion. Jetzt halte ich es hier drauf. Jetzt seht ihr, der Rahmen ist schon eingestellt. Ich scanne die erste Seite. Ich kann jetzt hier wählen, will ich Foto, will ich Schwarz-Weiß oder will ich Farbe. Ich nehme jetzt mal Farbe. Füge die nächste Seite hinzu. Das wäre jetzt die erste Seite. Wiederum der Rahmen kommt, das hat es erkannt. Jetzt irgendwie ist das nicht gut geworden. Ich scanne die Seite nochmal neu. So, perfekt, genau, so sollte es sein. Nimm die nächste Seite. Und ihr seht, ich komme da recht schnell in eine Routine rein. Jetzt, das ist nämlich wieder Farbe, weil das nicht gut geworden ist. Oder ich nehme Foto hier, füge die nächste Seite hinzu und so weiter. Und wenn ich fertig bin, klicke ich hier oben auf Weiter und kann das jetzt hier gleich als PDF verschicken. Ich kann es auch hier speichern. Ich kann es in die iCloud hochladen. Also ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann daraus auch JPEGs machen. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich PDFs mache, mir die schicke. Wenn ich hier oben jetzt noch einen Namen eingebe, dann kommt das auch gleich als Dokument an, das dann so heißt. Das Ganze heißt dann Kompass PDF. Und so kann ich aus allen Büchern, die ich gerade habe, extrem einfach gescannte Dokumente machen, auch ohne dass ich Zugriff zu einem Scanner in der Schule habe. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.